Die Agenda für die kommenden 45 Minuten sieht folgendermaßen aus. Wir werden zuerst die Softline-Gruppe kurz vorstellen, genauso wie Flexera als Unternehmen. Im Anschluss gehen wir dann darüber, den IT-Asset-Management-Ansatz der Softline mit zu umreißen, um auch die Fallstricke und Schwierigkeiten, insbesondere aus dem SaaS-Bereich, mit zu identifizieren, was dann Grundlage ist für den Volker, uns einen Einblick in den Flexera SaaS Manager zu gewähren. Er hat auch Proof of Concept und Use Cases mitgebracht, wird er dann mit präsentieren. Und dann, wie bereits gesagt, ist noch Zeit für Fragen und Antworten. Bitte Sie frei bei den Fragen oder während der Folien dann Ihre Fragen ruhig mit loszulegen. Der Softline-Ansatz ist Achieving Compliance, Control and Cost Savings for Your IT. Unser Ansatz wird durchgeführt und wird in die Realität umgesetzt von über 150 hochqualifizierten IT-Experten. Wir erbringen IT-Projekte weltweit, sind unabhängig von Software- und Toolherstellern. Wir arbeiten unter anderem mit Flexera zusammen. Das ist der Grund, weswegen wir heute den Webcast gemeinsam mit dem Volker durchführen. Und darüber hinaus sind wir aber keine Lizenzlieferanten. Wir sind auch kein eigener Toolhersteller. Das heißt, hier gänzlich abhängig am Markt beratend tätig. Die Hauptbusiness Streams der Software Solutions ist das Software Asset Management, ist IT Security, Cloud und Infra, Cloud Future Data Center sowie Digital Workplace. Unser SAM-Team ist international aufgestellt. Das erreichen wir durch Standorte in Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Großbritannien sowie drei Büros, die wir in Deutschland haben. Ich selbst sitze hier in Leipzig. Dann haben wir noch Kollegen in München und in Wolfsburg sitzen. Das SAM-Team möchte ich etwas konkreter umreißen, was heute in dem Umfeld bewegen. Das Portfolio reicht von der klassischen, man möchte inzwischen fast sagen, traditionellen Lizenzmanagementberatung, was die Auditbegleitung bis hin zur Vertragsoptimierung und Compliance-Generierung passt, über das vollumfängliche IT-Asset-Management, wo wir zusätzlich zur klassischen SAM-Beratung auch Prozesse mit implementieren, wo wir das gesamte Software-Portfolio-Management, den gesamten Lifecycle mit betrachten und hier auch SAM as a Service mit anbieten können. Unsere Spezialisten sind in ihren Nischen absolute Experten. Das heißt, bei uns ist es nicht so, dass jeder Allrounder für jedes Thema ist. Das ist einfach aufgrund der Tiefe und Komplexität der Themen nicht gegeben. Wir haben Technical Consultants, die für besondere Tools hochspezialisiert hier beraten und Implementierungen und auf der anderen Seite Lizenzexperten und Business Consultants, die in ihrem Bereich wiederum dort am Markt beratend tätig mit sind und bei Implementierungsprojekten dann auch nach der Implementierung mit tätig sind und Beratung durchführen. SAM-Tool-Implementierung machen wir nicht nur für Flexera. Ich hatte es eben schon angedeutet, wir sind Tool unabhängig, auch im Bereich Snow Software und mit ServiceNow haben wir Partnerschaften und darüber hinaus sind wir sonst gern auch offen, um die bei Ihnen eingesetzten Tools mit zu verwalten und zu managen. Ich habe jetzt hier nur keine weiteren erwähnt, weil das die Partnerschaften sind, die wir hier pflegen. Neben Software Asset Management bieten wir natürlich auch Hardware Asset Management mit an, das bedingt der IT-Asset-Management-Ansatz und sich dem Thema mit zu öffnen und hier die Beratung auch mit durchzuführen. Die Nachfrage am Markt ist hier auch steigend spürbar. Und zu guter Letzt, das ist der Punkt, weswegen wir heute hier zusammen sind, beraten wir im Bereich Software as a Service und Cloud Management. Warum dieses Thema immer steigendem Interesse kommt, sehen wir hier auf der nächsten Folie. Es gibt einfach Fakten, die dafür sprechen,
dass das Thema nicht nur im Einsatz innerhalb Unternehmen von großer Relevanz ist, sondern auch das Management dieser Ausgaben, die man für SaaS hat, mal etwas genauer anzuschauen. Der erste Punkt ist zum Beispiel, dass wir 30% der SaaS-Ausgaben durch besseres Management einsparen können. Das liegt an verschiedenen Gründen. Einer ist unter anderem, wie Sie alle wissen, dass SaaS-Ausgaben einer Subscription und einem Mietmodell oftmals angelehnt sind. Das heißt, wir können in relativ kurzer Zeit, oftmals innerhalb der nächsten 12 Monate, die überflüssigen Lizenzen abkündigen. Haben die Investitionen nicht für immer getan, wie das in den traditionellen Perpetual-Lizenzen der Fall war. Security-Aspekte sind genauso hier ein großes Thema, weil eben Großteil der Mitarbeiter auch weiterhin auf Unternehmensdaten zugreifen kann, wenn sie das Unternehmen verlassen. Denn das Management der SaaS-Portale und der SaaS-Applikation liegt halt häufig nicht mehr bei der IT und bei dem Lizenzmanager, sondern durch Shadow-IT und das einfache Erstellen von neuen Accounts und Tenants oftmals in den Fachbereichen oder in den Abteilungen selbst. Die anderen Aspekte umschließen das Ganze, machen das ganze Thema dann nochmal etwas klarer. Ich möchte auf den letzten Punkt noch ganz kurz eingehen. Es ist vielen nicht bekannt, dass das SaaS-Markt sich eben nicht bei Microsoft, SAP, Salesforce oder Adobe konzentriert, sondern der Großteil bei kleinen Anbietern sind. Und diese kleinen Anbieter, die sind eben häufig nicht gemanagt, nicht zentral gemanagt durch die IT, durch das Software Asset Management Team. Und diese Shadow IT zu erkennen und mit zu verwalten und zu zentralisieren, das ist eben hier das Thema, dem wir uns heute widmen möchten, um die Ausgaben zu minimieren. Damit möchte ich an Volker übergeben, uns ein paar Worte zu Flexera. Ja, guten Morgen nochmal, Volker Dietrich hier von Flexera. Damit Sie auch wissen, wer Flexera ist, stelle ich kurz das Unternehmen Folien vor. Sie sehen das hier in einem Überblick. Wir sind circa 1300 Mitarbeiter über die Welt verteilt, sind über 30 Jahre am Markt, bedienen mehr als 80.000 Kunden und haben 550 Millionen gemanagte Geräte, die mit unserer Software verwaltet werden. Flexera ist entstanden aus einem Unternehmen, was vermutlich viele von Ihnen auch kennen, das Thema ganz links 1987. InstallShield ist heute noch eins unserer Produkte, hat sich dann eben im Laufe der Zeit durch Zukäufe vergrößert. Zu meiner Person, ich selbst bin 2008, das sehen Sie, im Zuge der Akquisition der Brainware Group dazu gekommen. Brainware Group war und ist Hersteller von Asset Management, Software Asset Management und Vertragsmanagement Produkten. Wie gesagt, wir wurden 2018 von Flexera akquiriert und sind nun ja, integriert in die Flexera und ich selbst betreue die Software Asset Management Lösung von Flexera sowie das Produkt, was Sie gleich sehen werden, Flexera SaaS. Der Ansatz bei Flexera ist zweiseitig zu betrachten. Entschuldigung, zweiseitig zu betrachten. Wir bedienen zum einen die Softwareanbieterseite. Das sind eben die Softwarehersteller, die dafür Sorge tragen, dass ihre Software vernünftig installiert wird, überwacht wird, die Lizenzierung überwacht werden kann. Und auf dieser Seite ist auch unser Software-Schwachstellenmanagement angesiedelt. Und ich selbst bin auf der Software-Käuferseite tätig, eben um Thema Asset Management, Lizenzen, Software-Lizenzoptimierung sowie auch um das Thema Cloud und SaaS-Ausgaben vernünftig managen und das Ganze eben toolgestützt. Ja, damit kurz zurück zu meinem Kollegen David. Vielen Dank, Volker. Gehen wir jetzt nach der Vorstellung der Unternehmen hinein ins Thema. Okay, ich habe gerade gesehen, es kam eine Frage, ob die Folien am Ende der Präsentation versendet werden. Ja,
der Poliensatz, der wird dann noch verfügbar gemacht. Okay, der strategische IT-Asset-Management-Ansatz innerhalb der Softline ist Grundlage des Aufzeigens der Challenges, die Software-as-a-Service mitbringt. Unser Ansatz ist in unseren Projekten, dass wir das eigens entwickelte House of Item bei unseren Kunden implementieren, insbesondere die einzelnen Aspekte von den Prozessen hin über die Managementbereiche versuchen mit zu integrieren und beim Kunden mit zu implementieren. Unser House of Item ist auf Grundlage und angelehnt an die ISO-Norm 19770 und beinhaltet ganz unten, ich mache mal den Cursor an, damit Sie sehen, worüber ich spreche, die einzelnen Bereiche basieren auf einem Set an verschiedenen Prozessen, die wir in all diesen Bereichen versuchen einheitlich durchzuführen, um die Gesamtheit, die Ganzheitlichkeit hier immer nicht aus den Augen zu verlieren. Das Haus selbst beginnt mit einem stabilen Fundament. Das heißt, in unseren Projekten beginnen wir damit, die vertrauenswürdigen Daten zu sammeln. Um eine Compliance zu erstellen, brauchen wir Lizenzdaten, wir brauchen im Allgemeinen kaufmännische Daten, genauso wie technische Inventare, Organisationseinheiten etc. Wenn wir diese Daten haben, dann haben wir den ersten Reifegrad erreicht und haben ein stabiles Fundament. Auf Basis dieses Fundaments können wir dazu übergehen, den Lebenszyklus hier zu integrieren, um Kontrolle zu gelangen über das Beschaffen von Software, von Hardware, über die Wartung derer bis hin zum Ausgliedern. Der komplette Lifecycle wird dann einer Kontrolle der IT-Abteilung inbegriffen und das bringt uns zu dem nächsten Reifegrad, was dann für das höchste Level hier auch wiederum die Basis ist, und zwar das gesamte Thema, was wir hier aufgebaut haben und dieses Fundament dann zu optimieren und auch Kosten zu senken. Wir können dann Verträge aktiv managen und auch die Finanzsituation hier viel besser betrachten, auch das Risiko besser zu managen und zu verwalten. Wenn wir uns das House of Item anschauen, dann sehen wir ganz schnell, dass es in sich schlüssig ist, aber ein paar Schwierigkeiten mit sich trägt, wenn wir in dem Bereich Software Asset Management sind. Man kann das in einem Satz zusammenfassen. Man kann nicht verwalten und sichern, was man nicht misst, beziehungsweise was man gar nicht weiß. Ich hatte es gerade schon angesprochen, zu Beginn der Einleitung. Es ist eben eine andere Thematik, Software as a Service Applikationen zu inventarisieren und zu messen. Hier wird der Volker dann in dem Bereich, wo wir in das Tool mit einsteigen, uns zeigen, was eben hier die Schwierigkeit ist. Wir kriegen nun mal für eine Applikation, die nur webbasiert läuft, keine Informationen aus dem SCCM oder nur sehr wenige. Das heißt, hier ändert sich grundlegend schon das Discovery und die Inventarisierung. Genauso schwierig ist es, den Lizenzbestand zu identifizieren. Es ist nicht der Fall, dass die IT den Blick auf alle Ausgaben und auf alle Bestände im SaaS-Umfeld hat. Ein Kollege erzählte neulich, dass ein Kunde ihm sagte, er hätte hierfür ein gutes Beispiel. Es wurde nämlich seitens Dropbox for Business, wurde der IT-Manager gefragt, ob es denn nicht mal Zeit wäre für einen Rahmenvertrag, weil doch inzwischen sehr viele User im Unternehmen Dropbox for Business nutzen. Tatsächlich war es aber der Fall, dass Dropbox for Business gar nicht erlaubt war durch die IT, aber die geringen Hürden, die das Beschaffen von Software-as-a-Service-Applikationen und Services, die geringen Hürden, die wir hier haben, macht es eben jedem Fachbereich leicht, sich dort selbstständig zu machen. Und der Bereich an Shadow-IT steigt enorm, sodass wir nicht wissen, was haben wir überhaupt im Einsatz. Hinzu kommen Fragen zum Thema Security. Wir sind nicht diejenigen, die die Software bei sich im Datencenter haben laufen lassen. Und was wir nicht bei uns haben, fällt es uns schwieriger, die Security zu gewährleisten. Wir wissen nicht, wo die Daten hingespielt werden,
etc. Funktionsgleiche Anwendungen zu wiederzuverwenden. Wie läuft die SaaS Komponenten Software Portfolio Lifecycle? Und nichtsdestoletzt die Optimierung innerhalb der Schatten-IT oder Shadow-IT hier dann für unnötige Ausgaben, die im Unternehmen stattfinden, dort mit Sorge zu tragen und das Ganze mit zu betrachten. Das sind die grundlegenden Fragen, die wir hier im Bereich Software as a Service finden, die es momentan schwierig macht, das Haus-Item mit den bewährten Mitteln bei dem Kunden zu implementieren, der Software as a Service im Einsatz hat. Und für diese Aspekte werden wir jetzt einen Einblick gewinnen, wie der Flexera SaaS Manager diesen Punkten nachkommt, um hier dieses Haus auch künftig in ähnlich stabiler Weise aufzubauen und dem Kunden die Reifegrade und die Level zu erreichen, die wir es auch bisher geschafft haben. Damit möchte ich jetzt, Volker, an dich abgeben, uns in den SaaS Manager einzuführen. Ja, vielen Dank, David. Ja, wie wir festgestellt haben in Gesprächen mit unseren Kunden oder auch mit anfragenden Unternehmen, setzen diese zunehmend auf SaaS-Lösungen, weil sie eben einfach zu implementieren sind und im Allgemeinen auch kostengünstiger als On-Premise-Lösungen sind. Und bedingt durch die Komplexität dieser Technologien bringt die Kontrolle und die Verwaltung eben zusätzliche Herausforderungen mit. Wie man diesen Herausforderungen begegnen kann, dazu werde ich jetzt im Verlauf der Präsentation etwas erzählen. Und wir schauen uns auch eine kleine Live-Demo an im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten. Ja, es ist tatsächlich so, laut Gartner-Umfrage aus 2018, dass der SaaS-Markt das größte Wachstumssegment im Cloud-Markt ist. Man sieht das hier mal verglichen an der Infrastruktur oder Plattform, an den Infrastruktur- oder Plattformausgaben, ist der SaaS-Anteil entsprechend deutlich höher, etwa im Bereich zwischen 18% und 20% pro Jahr. Das ist auch, was wir feststellen, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, dass es zunehmend darum geht, Anwendungen, bestehende Anwendungen umzuschichten. Und man sieht auch nochmal ganz schön auf der Folie, eben auch von Gartner untersucht, dass bis zum Jahr 2020 die Verschiebung von Software im SaaS-Bereich eben deutlich höher liegt, in diesem Fall dreimal höher sind die Ausgaben im Vergleich zu den Plattformausgaben oder zweimal höher im Vergleich zu den Infrastrukturausgaben in der Cloud. Und eine Umfrage hat eben ergeben, dass ca. 70% der Unternehmen angeben, bis zum Jahr 2020 80% aller Applikationen im Unternehmen auf die SaaS-Schiene zu setzen. Und das bringt eben Möglichkeiten mit dem Flexera SaaS-Manager, den Anforderungen, die man dort hat, zu begegnen. Und welche Anforderungen das sind, welche Anforderungen der SaaS-Manager erfüllen kann, sehen wir hier. Es geht zum einen um die Verwaltung von SaaS-Verlängerungen. Man weiß das, es sind eben Applikationen, die im Abonnement gebucht werden und sich möglicherweise automatisch verlängern. Da muss man halt Kontrolle drüber bewahren. Man kann das natürlich auch im einfachsten Fall mit einer Excel-Liste tun, aber die meldet sich eben nicht von allein, wenn etwas zur Verlängerung ansteht oder wenn möglicherweise auch ein SaaS-Abonnement gekündigt werden soll. Dazu dient beispielsweise das Frühwarnsystem innerhalb des SaaS-Managers. Wir können die sogenannte Schatten-IT bedienen mit dem Tool. Das heißt, wir können schauen, möglicherweise Benutzer, Eigenregie, SaaS-Applikationen gebucht haben, die dem Unternehmen in der Form vielleicht noch gar nicht bekannt sind. Das heißt, es laufen Ausgaben über die Anmeldung der Benutzer, die getrackt und überwacht werden müssen oder überhaupt erstmal aufgedeckt werden müssen. Und dazu bedienen wir uns eben im Anschluss an die Finanzsysteme oder die Reisekostensysteme. Dazu sage ich aber später nochmal was. Das Thema Absicherung, Benutzerkonten, werden wir auch gleich im Verlauf der Präsentation noch was zu sehen.
Es gibt halt eben die Möglichkeit, SaaS-Konten, das geht einfach. Ich öffne den Browser, bediene die SaaS-Applikation, logge mich ein und dann habe ich eben die Möglichkeit, auf ein System zuzugreifen. Und da haben wir einen Mechanismus im Tool, wo wir in der Lage sind, im Abgleich mit dem entsprechenden Identitätsmanagement, auch das erkläre ich gleich nochmal, herauszufinden, ob Benutzer, die möglicherweise bereits das Unternehmen verlassen haben, immer noch Zugriff auf SaaS-Applikationen haben, damit Kosten verursachen oder sogar gegebenenfalls Schaden anrichten können, weil sie eben in der Lage sind, weiterhin auf Unternehmensinformationen zuzugreifen. Ja, und zu guter Letzt der eigentlich auch wichtigste Punkt in diesem Bereich, die Optimierung der SaaS-Ausgaben. Also wenn ich beispielsweise nicht genutzte SaaS-Abonnements identifizieren kann, habe ich eben die Möglichkeit, ungeplante Neuabonnements zu vermeiden. Ich kann umschichten und Benutzer, die einen SaaS-Zugang benötigen, möglicherweise auf ein bestehendes Abo umlenken. Wer beschäftigt sich mit diesen Themen? Das sind unterschiedliche Abteilungen in den Unternehmen. Wir haben hier die vier Herausforderungen, die der SaaS-Manager bedient, einmal auf die Abteilung gemappt, das heißt, mit eben Einkauf, Finanzen, die IT-Security beschäftigt sich mit unterschiedlichen Themen in diesen Bereichen und das sind eben alles Nutznießer, SaaS-Manager nutzen können und daraus Vorteile beziehen. Um überhaupt eine Überwachung der Zugriffe zu ermöglichen, brauchen wir natürlich eine Integration der unterschiedlichen SaaS-Aktionen. Und da setzen wir eben auf zwei Mechanismen auf. Das heißt, zum einen besteht die Möglichkeit, das Ganze über einen Single Sign-On-Provider zu machen oder der Direktzugriff auf die Applikation über eine direkte Integration in die Applikation selbst. Die Vor- und Nachteile. Wenn wir hier auf den Single Sign-On Provider zunächst mal anschauen. Das heißt, wenn sich der SaaS-Manager mit dem Single Sign-On Provider eines Unternehmens verbindet, erkennt er zunächst alle Anwendungen, die mit dem Single Sign-On Provider verbunden sind, die Anwendung auch überwacht. Wir können eben bestimmte Dinge feststellen, aber das ist insofern eingeschränkt, weil wir eben nicht direkt integriert sind mit der Applikation, können wir sehen, wer hat sich wann wo angemeldet. In unserem Bildschirm das Beispiel zu sehen. Vorteil ist, relativ schnell viele SaaS-Anwendungen zu erfassen. Die Anzahl der unterstützten Applikationen erhöht sich damit natürlich sehr schnell und ich habe auch Möglichkeiten, auf On-Premise-Daten sozusagen zuzugreifen. Der Nachteil liegt auf der Hand. Man ist abhängig von dem Single Sign-On-Provider. Die Genauigkeit leidet etwas, weil ich eben nur die Anmeldung erfassen kann. Ja, und damit ist die Detailtiefe der Daten nicht gegeben. Im Gegensatz dazu haben wir eine entsprechende direkte Integration für viele SaaS-Anwendungen. Da kann eben genauer geguckt werden, was machen die Benutzer in den einzelnen Systemen. Das heißt, wir können die Nutzung da möglicherweise sogar noch bis runter auf einzelne Module feststellen. Damit ist klar, die Nachteile der Single-Sign-Integration glänzen hier bei der direkten Integration als Vorteile. Die Genauigkeit oder Detailtiefe der Daten ist natürlich höher. Die Geschwindigkeit ist natürlich etwas langsamer, weil Daten aufgezeichnet werden. Und wir kommen möglicherweise dazu nicht an On-Premise-Daten. Ja, das vielleicht vorweg geschickt. Wichtig vielleicht auch noch zu wissen, wir müssen, um die Disziplin, die ich vorhin vorgestellt habe, die der SaaS-Manager beherrscht, alle bedienen zu können, mindestens mal ein Identitätsmanagement auch anzapfen. Das heißt im besten Fall ein Active Directory oder was Vergleichbares, dann zunächst den kompletten Bestand der Benutzer eines Unternehmens einlesen können, weil gegen diesen Bestand wird später abgeglichen, wer ist beispielsweise noch im Unternehmen, wer nicht. Und wir finden über die eindeutige E-Mail-Adresse eines Benutzers natürlich in den jeweiligen SaaS-Applikationen auch die
bei den Abgleich für die Anmeldung und für die Nutzung von Modulen. Dazu werden wir jetzt mal einen Blick auf den SaaS-Manager werfen. Ich muss dazu kurz meinen Bildschirm freigeben, das dauert Sekunden. So, ich hoffe, die Teilnehmer können den Bildschirm hier sehen. Das ist sozusagen der Begrüßungsbildschirm des SaaS-Managers. Es begrüßt wird man mit einem entsprechenden Dashboard, wo man auf einen Blick Highlights auch sehen kann. Wir können einfach mal durchgehen. Dieses Kreisdiagramm, was hier zu sehen ist, zeigt die Nutzung der SaaS-Applikation über alle Applikationen hinweg. Derzeit haben wir knapp 95% aktive Anwendung und ca. 5% inaktive Anwendung. Das heißt, es sind tatsächlich SaaS-Anwendungen da, für die Abonnements bestehen, für die auch Geld bezahlt wird. Und diese Anwendungen werden Stand heute einfach nicht genutzt. Wir betrachten dazu bestimmte festgelegte Zeiträume, um eine Inaktivität festzustellen. Das sind 30, 60, 90 Tage, sodass wir eben Ganze einschränken können auf diesen zeitlichen Rahmen, um Inaktivität auszuweiten. Rechts daneben, auch wichtig, die anstehenden Verlängerungen. Man sieht das hier, von heute angerechnet für ein Jahr ist diese Zeitachse immer zu sehen und man sieht in Summe eben, wie viel Geld in Summe über alle Applikationen, die zu diesem Zeitpunkt für eine Verlängerung anstehen, was die an Kosten erzeugen. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, wenn ich das hier auf einen Blick sehe, das entsprechend auch in der Planung des Personals zu berücksichtigen. Das heißt, wenn im Juli sehr viele Verlängerungen anstehen und ich entsprechend viele SaaS-Applikationen betreue, sollte man eben zusehen, dass im Juni, Juli der entsprechende Mitarbeiter auch verfügbar ist, um diese Verlängerung anzugehen. Im oberen Bereich weitere Informationen, die Anzahl der derzeit gemanagten Applikationen über einen Katalog integrierbar sind, das sehen wir auch gleich nochmal im Detail. Die Anzahl der Benutzer, die im Moment über alle Applikationen hinweg nutzen, die Anzahl der verdächtigen Benutzer, das hatte ich vorhin kurz auf der Folie auch erwähnt. Es geht darum, dass wir eben feststellen können, gleich mit dem Unternehmensverzeichnis, wenn ein Benutzer bereits das Unternehmen verlassen hat, aber heute noch Zugriffe aufweist auf SaaS-Applikationen, die ihm mal zugewiesen waren, dann können wir das eben feststellen und die Benutzer entsprechend ausweisen, sodass die IT-Security beispielsweise oder der zuständige Mitarbeiter beispielsweise diese Abonnements auch umschichten kann, kündigen kann. Dann gibt es noch die nicht genehmigten Ausgaben. Das ist das, was ich vorhin kurz erwähnt habe. Wir sind in der Lage, Finanzsysteme oder Abrechnungssysteme anzuschließen. Daten beispielsweise, die über Expenses, also über Reisekosten abgerechnet wurden, Belege zu sichten oder einzelne Buchungsansätze zu sichten und daraufhin zu untersuchen, ob möglicherweise damit SaaS-Applikationen abonniert wurden, die Stand heute vielleicht im Unternehmen sogar auch verfügbar sind und gemanagt werden, aber eben persönlich über den Benutzer angestoßen. Das können wir hiermit auch aufdecken. Jetzt schauen wir uns mal an im Detail, wenn wir hier die Applikation mal anschauen. Das ist also eine Liste der Applikationen, die integriert sind. Die Integration kann ich hier im rechten Bereich immer sehen, entweder über den Single Sign-On Provider oder direkt. Ich sehe auf einen Blick, was ist es für eine Applikation, wer ist der Hersteller und was sind die jährlichen Kosten über alle Abos hinweg. Hinzu kommt, dass ich hier in der Lage bin, sogenannte Tags oder Kategorien zu vergeben, sodass wir das Portfolio-Management bereitstellen können. Sie sind also in der Lage, wenn ich hier ein Collaboration-Tool beispielsweise habe, einfach mal auf diese Kategorie klicke, dass ich auf einen Blick sehen kann,
was für Collaboration Tools habe ich denn hier überhaupt im Unternehmen? Das hilft möglicherweise dem Portfolio Management, die Anzahl der SaaS-Applikationen bei Überschneidung von Funktionalitäten auch übersichtlich zu halten. Der Trend geht natürlich auch dahin, dass einen Blick darauf haben und nicht eben doppelt und dreifach Applikationen mit derselben Funktionalität buchen wollen, sondern das möglichst überschaubar halten, wenn es Überschneidungen gibt und Applikationen denselben Einsatzzweck haben, dass man die eben möglichst übersichtlich hält, die Liste. Bei den Benutzern, hatten wir auch gerade schon gesehen, habe ich eben die komplette Liste aller Benutzer, die im System sind, aufgeteilt möglicherweise, und das ist eben eine Option, die das Tool bietet, nach Abteilung. Ich habe also die Möglichkeit, Unternehmensstruktur abzubilden, die Benutzer den einzelnen Unternehmensteilen zuzuordnen, und das macht später etwas aus bei den Auswertungen, die wir hier sehen können, sodass wir eben in der Lage sind, auf Abteilungsebene auch Kosten auszuweisen. Auch schon kurz angerissen, die verdächtigen Benutzer. Man sieht das hier im Beispiel, dass bestimmte User zugegriffen haben. Hier sieht man nochmal, den Zugriff gab es am 26. Mai 2019. Und wenn ich mir die Details zu dem Benutzer anschaue, sehe ich eben, dass der Benutzer, schauen, die Active Date, ist also schon April 2018 aus dem Unternehmen ausgeschieden, hat aber offensichtlich noch immer Zugriffe in 2019 gehabt auf bestimmte SaaS-Applikationen, im Zweifelsfall, wie man hier sieht, Salesforce, vielleicht nicht gerade der beste Vorgang für einen ausgetretenen Mitarbeiter, eben noch auf diese Informationen zugreifen kann. Da muss also schleunigst reagiert werden und geguckt werden, dass die Liste der verdächtigen Benutzer eben möglichst zyklisch überwacht wird und darauf dazu sollte eben ein Prozess definiert werden, beispielsweise im HR-Bereich oder in Kooperation mit dem HR-Bereich, dass ein geordnetes Austrittsverfahren für Benutzer, wenn sie das Unternehmen verlassen, geregelt ist und dass eben damit gleich klar ist, welche SaaS-Applikationen werden genutzt und der Zugang dazu gesperrt wird. Ja, die nicht genehmigten Ausgaben sieht man hier auch noch mal ganz gut. Demo-Daten, die wir hier sehen, einfach mal 5 nicht genehmigte Käufe getätigt worden zu bestimmten Kosten. Und ich sehe immer dann, wenn hier so ein schwarzes Ausrufezeichen auftaucht, dann ist damit gesagt, dass dieses Produkt bereits im Katalog ist, auch gemanagt wird, aber das Produkt kennt eben diesen Benutzer nicht, weil das praktisch privat über seine eigene Kreditkarte möglicherweise braucht. Das heißt, auch hier sehen wir, wo sind Lücken im System, wo muss ich meinen Prozess anpassen und wie kann ich solche Dinge auch. Dann der Übersicht über die Gesamtapplikation sieht man hier auch noch mal ganz gut. Also das, was letztendlich integriert ist. Und wenn ich mir mal Details zu einer Applikation anschauen möchte, nehmen wir mal Box hier raus, dann sehe ich das Ganze auch noch mal bezogen auf die einzelne Applikation selbst. Ich sehe hier noch mal Aktivität oder Inaktivität, die ausgewiesen wird. Ich kann mir die Lizenz anschauen, in diesem Fall. Lizenz oder die Lizenzinformationen sind hier zu erfassen oder zu importieren. Da habe ich auch die Möglichkeit, Reminder oder Erinnerung zu setzen, sodass ich eben in der Lage bin, zu reagieren und rechtzeitig mit entsprechendem Vorlauf per E-Mail über anstehende Verlängerungen informiert werde. Ich kann auch im unteren Bereich die entsprechenden Ausgaben dafür erfassen und auf Basis dieser Ausgaben und der Anzahl der Benutzer ergibt sich eben eine Gesamtjahressumme, die als Ausgabe für diese Applikation angelegt wird. Zusätzlich lassen sich Dokumente natürlich hinterlegen, also lizenzrelevante Dokumentation dazu habe, kann ich natürlich hier an dem zentralen Punkt im Flexera SaaS Manager auch hinterlegen, sodass die Dokumente jederzeit im Zugriff sind. Dann gibt es noch weitere Informationen über die
Generation des einzelnen Produktes, die Liste der Nutzer, die derzeit mit dem Produkt arbeiten, und ich kann mir das Ganze ja auch anzeigen lassen, wer ist aktiv, wer ist möglicherweise inaktiv. Also dann noch im Abgleich mit dem Identitätsstammdaten der Benutzer, der Gesamtbenutzer, wo ich eben auch sehen kann, der Mitarbeiter ist möglicherweise gar nicht mehr. Ja, Lizenzen hatten wir auch gerade schon gesehen. Ich habe mir das hier oder kann mir das hier auch noch meiner Liste anzeigen lassen. Also überhaupt alle erfassten Lizenzen im System über die entsprechenden Informationen zum Produkt, zum Hersteller und zu den entsprechenden Kosten, die Anzahl der Abonnements, die gebucht sind und, sofern festgelegt, auch Datum und Enddatum, entsprechenden Status. Hier oben nochmal die Sicht auf die anstehenden Verlängerungen, haben wir vorhin auch schon im Dashboard über alles gesehen. Die nicht genehmigten Ausgaben, auch da haben wir vorhin schon kurz angeguckt. Natürlich die Nutzung der Applikation, auch eben interessant. Einmal über die jährlichen Applikationskosten einen Überblick und auf der rechten Seite dann nochmal pro Applikation die entsprechenden Aktivität, Inaktivität oder hier in Rot, sofern vorhanden an Daten, Bereiche oder Nutzer, die niemals genutzt haben. Das sind dann eben die Dinge, die auch aufdecken können, wo Applikationen möglicherweise auch obsolet sind. Also irgendjemand braucht schnell Zugriff auf eine Applikation unbedingt. Dann wird der Zugriff eingerichtet und gewährt, aber die Applikation wird einfach wirklich eingerichtet. Ja, dann noch kurz was zu den Benutzerinformationen. Auch das hatten wir schon gesehen. Da sind eben die entsprechenden User hinterlegt, bezogen auf die einzelnen Unternehmensteile. Ich kann da nochmal reingehen und mir weitere Informationen, Details zu den Benutzern angucken. Das sind eben der Anschluss an das zentrale Verzeichnis. Und das Ganze geht dann eben hier auch nochmal weiter über die inaktiven, über die Verdächtigen. Weitere Funktionalitäten hier unten sind eher administrativ, also für den Administrator des Systems zu sehen. Von daher sollte für den zeitlichen Rahmen, wir nähern uns jetzt auch gleich schon dem Ende der Präsentation, das zunächst ausreichen. Wenn dazu weitere Fragen sind oder Vertiefung notwendig ist, können Sie sich gerne melden. Gut, jetzt nochmal zurück. Ja, bis zu diesem Zeitpunkt, wir haben jetzt noch knapp 3 Minuten, so wie wir es zeitlich eingeplant haben. Es gibt noch einen Use Case, der würde jetzt auch mal zeitlich den Rahmen bringen. Da Sie den Foliensatz im Nachgang kriegen, können Sie den Use Case gerne auch nochmal in der Folie nachschauen. Das ist ein Beispiel aus den USA von meinen Kollegen, die dort mit dem SaaS Manager durchgeführt haben und die entsprechenden Einsparungen auch mal in Euro und Cent oder in Dollar und Cent ausgewiesen, wie wir das gemacht haben. Ja, vielen Dank. Okay, dann gehen wir sozusagen direkt über zu dem Bereich der Fragen. Ich glaube, es sind ein paar Fragen aufgekommen. Folge, die betreffen hauptsächlich das Thema des Flexera. Ja. Ja, ich sehe die Fragen auch hier. Da fragt jemand, wird auch auf mobile Anwendungen eingegangen, auf dem iPhone, iPad? Also, wir haben es vielleicht gesehen, wir integrieren nicht App Stores von Apple oder von Google, also dass wir eben keine Apps auf mobilen Geräten untersuchen, sondern es geht tatsächlich wirklich um die webbasierten Anwendungen, SaaS-Anwendungen. Das heißt natürlich, wenn jemand von seinem Mobilgerät über einen Browser auf eine SaaS-Applikation zugreift, würden wir das auch mitbekommen, aber eben nicht einzelne Apps. Die nächste Frage, ist es möglich, die Detailtiefe anzupassen? Die Angabe von Uhrzeiten bei diversen Betriebsräten. Okay,
Ja, ist in Deutschland ein Thema. Da haben die amerikanischen Kollegen, und da kommt das Produkt her, den Zukauf des Unternehmens, weniger Augenmerk drauf. Wir hören aber immer mehr, dass das in Deutschland natürlich ein wichtiges Thema ist, und deswegen sind wir auch dran, einzelne Ansichten einstellbar zu machen, sodass man bestimmte Informationen ein- oder ausblenden kann. Das ist Stand jetzt noch nicht möglich, ist aber auf der Roadmap eben Wissen, gerade im deutschsprachigen Raum. Das sind die beiden Fragen, die aktuell aufgetreten sind. Wenn weitere Fragen auftreten oder wenn Interesse daran besteht, sich dem Thema mal individuell bei Ihnen ein POC etc. anzuwenden oder mal durchzuführen, dann kommen Sie bitte auf uns drauf zu. Wir würden uns dann dem Ganzen an. Möchte ich mich nochmal bei dir bedanken, Volker, dass du dir die Zeit genommen hast, gemeinsam mit uns in das Tool hineinzuschauen, und wünsche dann auch allen anderen, die jetzt hier mit als Zuhörer dabei waren, noch einen angenehmen Tag und dass es nicht zu heiß wird. Auf Wiederhören. Wiederhören. Vielen Dank.